Ja, willkommen zurück bei Magic the Gathering Duels of the Planeswalker 2015. Und Huhu vom Koali. Shandala haben wir erkundet. Wir stürmen die Zitadelle. Du hast den Aufenthaltsort einer uralten Karte entdeckt, die dich zu den Katakomben führen kann. Aufenthaltsort einer Karte. Okay. Doch die Zitadelle, in der sich die Karte befindet, wird belagert. Oh weia. Du schließt dich der belagerten Armee an, in der Hoffnung, die Befestigungsanlagen der Zitadelle zu überwinden und dir die Karte zu sichern. Na gut. Wir haben drei Mana, ist schon mal super. Wir haben zwei Goblin-Brennstifte, wir haben Kenkos Befehl und wir haben eine Sprengstation. Das ist eine schöne Starthand. Nehmen wir. Also, falls ihr euch fragt, warum, ziemlich offensichtlich, wir können einiges spielen in den ersten Runden. Sprengstation können wir sogar direkt schon Sachen opfern und Schaden schießen und wir haben genug Mana, um alles zu spielen. Und auch in allen Kombinationen, um Karten, die nachkommen, auch spielen zu können. Im Prinzip können wir ja fast alles spielen, wenn wir vier Mana haben. Fünf Mana brauchen wir für die Teufel. Nee, sechs Mana brauchen wir für die Teufel. Aber das ist eigentlich die einzige Karte sonst. Das meiste läuft bei uns über drei Mana. Drei oder vier. Okay, hier halten wir. Und wir dürfen anfangen. Also spielen wir als erstes hier dieses Doppelland, das uns schwarzes oder rotes Mana macht. Das kommt getappt ins Spiel. Und da wir in der ersten Runde eh wenig zu erwarten haben, ist es ideal, wenn man das eigentlich in der ersten Runde legt. Weil hier verliert man noch am wenigsten. Wenn man es in der späteren Runde spielt, kann es sein, dass es einen dann eine Runde irgendwie gut zurückwirft. So, hier kommt eine Edith Vorhut. 2-1 Mensch. Ein weißes Deck, wahrscheinlich mit vielen kleinen Kreaturen drin. So schätze ich das jetzt mal ein. Könnte ein Problem geben für uns, weil wir so viele Kreaturen einfach nicht wegkriegen. So auf die Schnelle. So. Wir holen uns ein Gebirge und geben den Menschen da mal zu verstehen, dass wir hier die cooleren sind, weil wir haben Goblin-Brandstifter und direkt zwei davon. Die sind halt gegen kleinen, also gegen Weenie-Decks nennt man die. Gar nicht so verkehrt. Weiße Kreaturen, die du erhältst, plus 1, plus 1, okay. Das spricht echt für ein Weenie-Deck, also der verstärkt seine weißen Kreaturen. Weil die halt, wenn sie sterben, Schaden schießen. Also seht ihr, jetzt kommt er hier rein und ich block ihn einfach weg. Und töte ihn damit. Total Unsinn, der Angriff. Gut, wir verlieren auch einen Gobbo, aber mache ich gerne. Also eine 1-1er gegen eine 3-2er tauschen ist immer gut. So, und jetzt haben wir auch noch den Zwergsturz-Elementar. Der, wenn immer eine Kreatur stirbt, uns sich selber verstärkt und Erstschlag hat. Ideal gegen Winnie-Dex. Läuft momentan. Ich weiß nicht, was da genau kommt jetzt noch in dem Deck da drüben, aber momentan läuft's. Ein drittes Mana kommt. Erfahrener Schwertschmied. Ein Mensch, Soldat, 3-2. Andere Soldaten, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1, plus 0. Okay. Er selber also nicht. Und er kriegt durch die Karte plus 1 plus 1. Das heißt, das ist eine 4-3er für 3 Mana. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So. Wir spielen einen Mana. Wir spielen eine Sprengstation. Sonst können wir momentan nichts machen.
Angreifen tun wir nicht, der könnte uns einfach wegblocken. Er wird auch jetzt gleich angreifen und wir werden das auch durchlassen. Und in der nächsten Runde ist er dann dran. Und da kommt der ganze Schmied nochmal. Jetzt sind sie schon 5-3. Das ist natürlich... Puh, langsam wird es gefährlich da drüben. Ja, den, wie gesagt, den lassen wir durch. 5 Schaden müssen wir nehmen. Omen des Verrats. Jo. Wir könnten einen auf jeden Fall entfernen sofort damit. Ohne großartig was zu verlieren. Ich wollte eigentlich Krenkos Befehl spielen. Zum Blocken benutzen. Ich bleibe mal beim ursprünglichen Plan. So, jetzt haben wir nämlich hier Blocker. Und wir greifen an mit unserem Goblin Brandstifter. Dann wird er blocken oder lässt er ihn durch? Wenn er ihn durchlässt, hat er echt Grips. Er lässt ihn durch, okay. Immerhin Schaden gemacht. Was kommt da jetzt? Er überlegt, 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 überlegt. Bringe 2 1-1 weiße Soldatenkreaturen-Spielsteine ins Spiel. Oh, das ist natürlich jetzt fies. Die sind jetzt nicht nur 1-1, sondern die sind 2-2, 3-3, 3-2, 4-2. Autsch. Aber er greift nicht an. So, und dann holen wir uns doch mal einen von seinen 5 Dreiern. Den Sumpf möchte ich nicht ziehen, nicht so. Ne? So, dann greifen wir ihn an mit seiner eigenen Karte. Schauen wir mal, was er macht. Blockt er oder blockt er nicht? Er blockt nicht. Umso besser. Wir opfern. Schießen ihm einen Schaden. Und unser Bergsturzelementar wird ein bisschen stärker. Und kann jetzt die beiden schon auf jeden Fall schon mal totblocken. Wenn da jetzt nicht noch ein Verstärker kommt oder so. Und wenn er noch was spielt an Kreatur, dann kann ich ihm auch noch mal irgendwas wegschießen hier oder so. Na, nicht wegschießen, aber das Bergsturzelementar auf jeden Fall besser machen. Obwohl, wenn ich will, kann ich momentan die beiden wegschießen. Da kommt der Hauptmann der Wache. Wachsamkeit, das heißt, er wird beim Angreifen nicht getappt. Andere Soldatenkreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 und haben Wachsamkeit und würden also beim Angreifen nicht getappt. Ach du Scheiße. Und wenn du ins Spiel kommst, kriegt der auch noch 3 weiße Soldatenkreaturspielsteine. Oh Gott. Das ist jetzt mal echt die Überkarte. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Ich fürchte, das Spiel verlieren wir. Noch kommt kein Angriff. Overja. Overja. Der muss weg. Also Wachsamkeit, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber wir kriegen den nicht ohne weiteres weg.
bin die Blutflussexpertin. Und mal sehen, ob ich den Angriff. Nein, wir greifen natürlich nicht an. Ob ich seinen Angriff jetzt gleich abwehren kann. Eine Angriffswelle kriege ich, glaube ich, gehandelt, aber danach sieht das finster aus. Andere Soldaten, die du kontrollierst, kriegen auch noch plus 0, plus 1. Ja. Aua, aua, aua. Na, kommt er vorbei oder kommt er nicht vorbei? Ich würde jetzt angreifen. Kampfphase. Na? Vor was hast du Angst? Ja, er kommt vorbei. Okay, wie machen wir das? 1, 2, 3. Wir blocken den mit dem. Wen haben wir hier? Plus 1, plus 0. Das ist eine 5er. Die blocken wir auf jeden Fall weg. Und dann haben alle nur noch 4, 4. Mit dem kann er nicht angreifen. So. Dann fangen wir mal an. Wir blocken erstmal so. Block. Timer anhalten. So. Dann opfern wir den. Dann opfern wir den. Dann opfern wir den. Und schießen dem Spieler einen Schaden. Das heißt, der müsste jetzt gleich tot sein. Und der müsste auch tot sein, aber unsere Blutflussexpertin auch. Ah, nee, die sogar nicht, die überlebt das sogar. Ja, perfekt, weil er Erstschlag hat. Jawoll! Nicht, dass es uns das groß weiterhilft, aber immerhin. Wie ich sagte, eine Welle überlebe ich, aber beim nächsten Mal sieht das nicht so geil aus. Na komm, mach hin. Das Spiel ist verloren. Jo, noch ein Sumpf. Wir haben nichts Vernünftiges gezogen. Wir können nur eine weitere Kreatur spielen. Könnte jetzt noch mal überlegen. Also wenn er dumm ist, kann ich das jetzt noch gewinnen. Aber ich fürchte, der wird dann jetzt einfach alles blocken hier und dann war es das. Wenn er nicht blockt, dann haben wir gewonnen. Er blockt. Okay. Dann spielen wir selber auch noch einen Blocker. Das hilft aber nicht, weil er nächste Runde auf jeden Fall einen der Vierer durchkriegt. Und 7. Ja, er macht 10 Schaden nächste Runde. Wir blocken noch einen der Vierer. Oh nee. Verloren. Autsch. Mal gucken, ob wir es beim nächsten Mal hinkriegen. Gegen dieses Deck. Das gefällt mir auch sehr gut.
Macht bestimmt auch Spaß zu spielen. Aber wir kriegen das hin. Bis zum nächsten Mal. Euer Koran.